hallo, herzlich willkommen mal wieder bei einem Lichtblick. Und heute geht es um Lebensqualität und Pflegequalität von Menschen mit Demenz. Für Menschen mit Demenz hängt das beides eng miteinander zusammen. Also die Pflege und die Lebensqualität sind nicht getrennte Dimensionen, sondern gehen sehr stark ineinander über. Und die Frage ist, wie kann man die aus der Perspektive der Person mit Demenz erfassen? Ja, wir haben oft das Problem, dass man natürlich Menschen mit Demenz danach nicht immer gut fragen kann, manchmal schon, manchmal auch nicht. Und deswegen nimmt man meistens die Perspektive der Angehörigen oder der professionell Pflegenden ein und fragt die, was glauben Sie denn, wie es den Betroffenen geht? Und das Problem ist aber, dass sowohl Angehörige wie auch Professionelle sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben. Also zum Beispiel die Angehörigen, die haben eine Langzeitperspektive. Und aus der Langzeitperspektive vergleichen sie das Befinden ihres Verwandten jetzt und früher. Und da natürlich die Demenz vielerlei Verluste mit sich bringt, kommen sie in der Regel zu einem relativ negativen Urteil. Ja, das heißt also, er ist mir jetzt fremd geworden, er ist irgendwie ganz anders in seinem Verhalten und deswegen beurteilen Angehörige tendenziell die Lebensqualität von Menschen mit Demenz negativer als Pflegekräfte und auch als Personen mit Demenz selbst. Ja, und dann die Perspektive der Pflegenden ist auch ganz interessant. Bei denen ist es immer so, die glauben, dass es dem Bewohner dann gut geht, wenn der bei der Pflege gut mitmacht. Das heißt also, die Kooperation in der Pflege, die Mitmachbewegungen, die Bereitschaft, an Pflegehandlungen zu kooperieren. Und wenn er das tut, ja, dann geht es dem ja wohl gut. Das heißt, die Perspektive der Pflegenden ist eher bezogen auf die jetzige pflegerische Situation und die Perspektive der Angehörigen ist eher die aus einer Vergleichssituation. Meistens kommt dann dabei rum irgend so ein Fragebogen, ja, den Pflegende oder Angehörige in retrospektiver Perspektive, also für die letzten 2 Wochen, beantworten und da so ihre Kreuzchen machen. Allerdings wird dabei ja nicht deutlich, wie die zu der Entscheidung gekommen sind. Also die sagen dann mittlere Qualität, ja, aber was heißt das denn jetzt und wie komme ich denn dazu? Das ist nicht wirklich klar. Also wie man zu dem Urteil gekommen ist, wird aus so einem Kreuz hier nicht erkennbar. Wie erlebt ein Mensch mit Demenz im Grunde genommen seine Pflege und sein Leben und wie kann man das als Prozess erfassen, nicht nur einfach als Datum? Ja, da gibt es eine niederländische Forschergruppe, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und die haben sowohl Angehörige gefragt, wie Professionelle gefragt und auch eine gemischte Gruppe gemacht, ein sogenanntes World Café, was immer das auch so wirklich heißt. Aber die Idee dabei war ursprünglich schon, auch Menschen mit Demenz selber mit einzubeziehen. Aber da gab es eine Schwierigkeit, nämlich Menschen mit Demenz, die können nicht unterscheiden zwischen, also wie geht es mir und wie soll man denn erfragen, wie es mir geht. Ja, also die können diese Unterscheidung nicht treffen. Und es geht ja bei der Geschichte nicht nur darum, wie ist die Qualität, sondern wie kann man die Qualität auch am besten als Prozess erfassen. Und damit waren in der Regel Menschen mit Demenz überfordert. Es gibt also so 3 Ebenen, so könnte man sagen, dieser Fragestellung, was ist denn die Pflegequalität, wie kann man sie erfassen und wer soll das denn tun? Und zu der Frage, was ist denn die Pflegequalität, naja, da gibt es so eine Idee, dass man sagt, naja, also es ist schon wichtig, den Patienten zu kennen, also seine Hintergründe. Dann, wenn man so Vereinbarungen getroffen hat, dann ist es auch wichtig zu schauen, sind die denn eingehalten worden aus der Perspektive des Betroffenen? Ja, und wie schätzt er dann die Umgebung ein? Also ist sie irgendwie familiär, vertraut, zugänglich, transparent? Das sind so die 3 Dinge, die man zu dem Was so herausgefunden hat. Aber durch das ganze Was hindurch zieht sich eigentlich die Beziehung. Das heißt, was macht eigentlich die Pflegequalität im Wesentlichen aus? Das ist die Art und Weise, wie gepflegt wird, also letztlich die Beziehungsqualität. Und die 2. Frage ist natürlich, und wie kann man sie erfassen? Ja, im Gespräch. Das heißt also, die beste Möglichkeit, festzustellen, wie es einem Menschen mit Demenz eigentlich mit seiner Pflegesituation und Lebenssituation geht, ist, dass man sich Zeit nimmt,
dass man Interesse zeigt und dass man einen Rahmen gibt, wo derjenige seinen Erfahrungen und Empfindungen in Ruhe nachgehen kann. Also es im Gespräch zusammen mit einer Pflegekraft erarbeitet. Das bedeutet natürlich, wenn man uns das mal so anschaut, dass das Was, Wie und Wer der Pflegequalität nicht voneinander losgelöst betrachtet werden kann. Also man hätte ja vielleicht die Fantasie, also wie ein Mensch mit Demenz seine Pflege erlebt, das müsste doch unabhängig von der Person feststellbar sein, die das tut. Aber genau dem ist nicht der Fall. Ja. Da kommen wir also zum dritten, wer soll das tun? Also wo ist die günstigste Gelegenheit, wo ein Mensch im Grunde genommen in ein Gespräch kommen kann? Und das ist natürlich wiederum eine Pflegeperson, mit der die Person mit Demenz gut vertraut ist, also in der Regel die Bezugspflegende. Also was ist die Qualität? Das ist im Grunde genommen die Beziehung. Ja, und die speist sich daraus, denjenigen zu kennen, Vereinbarungen auch gut zu überprüfen und für eine gute Umgebung zu sorgen. Ne? Und wie im Gespräch und wer die Pflegekraft selbst. Und das deckt sich eigentlich sehr, sehr schön mit dem, was im Expertenstandard zur Pflege von Menschen mit Demenz hier in Osnabrück erarbeitet worden ist. So ein paar abschließende Perspektiven nochmal. Wie kann man denn das Ergebnis eines solchen Gespräches weitergeben? Und auch dort sind sich die Forschenden so einig, also das, was in diesen drei Fokusgruppen gesagt wurde. Das Schlechteste, was man machen kann, ist dann im Endeffekt wieder so einen standardisierten Fragebogen zu nehmen und dort seine Kreuzchen zu machen. Ja, also es gibt also so subtile Informationen in diesem Gespräch mit einer Person mit Demenz, die wiederum eigentlich auch nur in einem Gespräch weitergegeben werden können. Das heißt also, die beste Art und Weise, wie man das Ergebnis eines solchen Gespräches transportiert, ist ein weiteres Gespräch mit den Kollegen. Da werden die emotionalen Tönungen und so das, was so zwischen den Zeilen gesagt wird, am ehesten transportierbar. Fazit, also wie kann man eigentlich Pflege und Lebensqualität aus der Perspektive des Bewohners abbilden? Da ist das der alte Dreisatz in, mit und durch Beziehung. Dabei ist es wichtig, sich an den Kommunikationsstil des Bewohners, der Bewohnerin anzupassen. Ja, so. Ja, und es muss einem bewusst sein, dass das Erfragen der Lebens- und Pflegequalität Teil der Lebens- und Pflegequalität ist. Das heißt also, dass da regelmäßig jemand kommt und sich Zeit nimmt und sich zu mir setzt und erfragt, werden denn Ihre Wünsche auch erfüllt? Werden Ihre Bedürfnisse denn auch gesehen? Kommen wir gut miteinander in der Pflege klar? Genau, dass man dies tut, ist Teil dessen, was man erfragt. Insofern gibt es also ein gewisses Element von Selbstreferenzialität in diesem Prozess, das man nicht vermeiden kann. Das Ganze relativiert natürlich stark, sagen wir mal, die Bedeutung von Checklisten. Ja, das hat man natürlich ganz gerne, so objektive Merkmale, die man dann so abkreuzt. Aber damit, so sagen auch die Forscher, wird die Sichtweise der Person mit Demenz auf seine Lebens- und Pflegesituation überhaupt nicht offenbar. Da hat man vorgefertigte Dimensionen, die man abhakt. Und das ist nicht vom Inhalt, von der Methode eigentlich die Art und Weise, wie der Prozess, wie die Person sich selbst in der Pflege erlebt, sinnvoll abgefragt werden kann. Ja, soweit mal der heutige Lichtblick. Wie immer finden Sie die Informationen dazu zum Nachlesen mit angehängt. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, eine Auffassung, eine Perspektive, wir freuen uns immer, wenn Sie auf uns zurückkommen. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.